beschäftigen uns erstmal intensiv, in diesem Fall mit dem Götzen und dem Architekten. Mhm. Und ich meine, dein Lebenskind war Musiker, ne, bevor der Architekt wurde. Also das ist schon auch, es macht total Sinn, in diesem Haus Musik zu spielen. Wir arbeiten dafür damit, dass wir nicht wie ein Streichquartett normal zusammensitzen, sondern oft auch den Raum einfach aufmachen, viel bewegen, beziehungsweise das Publikum mitnehmen, sodass die unterschiedliche Hör- und Sehperspektiven haben. Erstmal eine inhaltliche Entscheidung. Bei den meisten Orten gab es ja spezielle Ausstellungen. Insofern hat natürlich Felix Nussbaum und seine Bilder schon auch eine Rolle für uns gespielt. Hier war dann eben speziell der Aspekt, wir wussten, dass wir weite Distanzen zurücklegen müssen. Wir wussten, dass die Architektur von Daniel Liebeskind es zulässt, auf mehreren Etagen zusammen zu spielen und dadurch wiederum Stücke auszuwählen, die es uns auch ermöglichen, uns beim Spielen voneinander wegzubewegen. Vom Konzert, ich muss auf meinem Stuhl sitzen, der ist unbequem, ich sehe vielleicht nichts und ich bin da anderthalb Stunden fest, ist, empfinden wir als nicht mehr zeitgemäß und wir haben das Gefühl, unser Publikum auch nicht. Und die sind froh, wenn sie sagen können, okay, da setze ich mich jetzt mal hin, da gucke ich mir die Bilder vielleicht an und gar nicht das Streichquartett und da will ich irgendwie ganz vorne sitzen. Es gibt manche Teile, es gibt ein Publikum, muss den ganzen Weg mit einer Person zum Beispiel von uns zurücklegen. Das heißt, es müssen Kompositionen sein, die dann das auch verkraften, dass man sie mal loopt, bis sozusagen einen musikalischen Übergang zu schaffen.